Ein kurioser Einbruch in ein Brautmodengeschäft erwartet jetzt Polizeihauptkommissar Paul Schwarz und Polizeikommissar Michael Smolik. Egon 1225 von Egon. 1225 hört. Krämerstraße 22, dortiges Brautmodengeschäft. Anruferin ist die Frau Pfalzer, die meldet Einbruch. Täter wahrscheinlich noch vor Ort, Sonderrechte sind frei. Ist klar. Ja, wir verstanden, wir rollen. Nicht nur mit einem Diebstahl bekommen es die Streifenpolizisten zu tun. Auch ein Mensch wird noch in Gefahr geraten. In der Boutique stoßen die Beamten zunächst auf ein völliges Chaos. Hallo, die Polizei? Hallo. Hallo, ist der Täter noch vor Ort? Ist denn noch jemand da? Da ist niemand da. Sie sind die Ladenbesitzerin? Ich bin die Boutiquebesitzerin. Okay, alles klar. Ich kam heute Morgen 8:30 hier, dann ist es heillose Durcheinander. Oje. Ja. Oje. Wodkaflasche? Wodkaflasche und... Sie haben nichts angefasst, oder? Ich habe gar nichts angefasst. Okay, das ist schon mal sehr gut. Was ist denn, ist irgendwas entwendet worden, irgendwas, was ist genau zerstört worden? Ja, also ich hatte hier 3 Kleider vorgerichtet, die heute hätten abgeholt werden sollen. Mhm. Und einen Anzug und die sind jetzt weg. Okay, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja. Verstehe ich. Das war gerade noch toll. Haben Sie den Täter noch gesehen? Nee, weil gar uns nicht. Gemeldet war gar wurde vielleicht da. Täter noch vor Ort? Nee. Okay, alles klar. Also irgendwelche Anhaltspunkte, Kameras, gibt's hier irgendwas? Also ich habe hier eine Kamera, aber die ist leider nur eine Attrappe. Geld hat der Täter laut der Boutiquebesitzerin nicht entwendet. Warum der Dieb nur Brautkleider gestohlen hat, ist den Ordnungshütern ein Rätsel. Ihre Befragung wird von 2 Frauen unterbrochen. Hallo. Guten Tag. Wir haben noch nicht geöffnet und hier wurde eingebrochen, also was? Ja, ich bin gerade auch ganz verwirrt. Ich habe Fotos von meinem Freund geschickt bekommen. Und im Hintergrund habe ich halt gesehen, dass das hier ist, also in diesem Brautmodeladen. Und deswegen bin ich jetzt hier hingelaufen. Ich bin gerade auch ein bisschen verstört. Darf ich mal fragen, wer sind Sie? Wer sind Sie? Linda Lammers ist mein Name. Okay, und Ihr Freund hat Ihnen Bilder geschickt? Ja, Fotos. Von hier? Ja, wo er drauf ist. Und im Hintergrund habe ich halt... Wo er drauf ist? Ja, ein Selfie hat er mir geschickt. Ah, okay. Ja. Ja, und... Was hat der gemacht mit den Brautkleidern, irgendwas? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier irgendwas gemacht hat. Also, haben Sie die Bilder irgendwie? Ja, die kann ich Ihnen zeigen. Die Dame hat uns dann Fotos gezeigt von dem Lars. Es scheint der Lars zu sein. Auf den Bildern ist zu erkennen, dass er einige Brautkleider in die Kamera hält. Das sind Selfies. Er macht einen sehr bedüttelten Eindruck. Ob das vom Alkohol oder von dem Stress kam, den er hat, das weiß ich nicht. Das ist schon mal ein sehr guter Ansatzpunkt, auf jeden Fall. Macht der öfter sowas? Ja, also der ist so ein bisschen verrückt. Der macht, der ist schon mal auf Zügen, ist der gesurft oder hat sich mit Skatern an ein Taxi gehangen. Also der ist so ein bisschen verrückt. Schon lange aber mit jetzt, dem zusammen? Nee, noch nicht so lange. Okay. Und trinkt auch ganz gerne einen, ne? Ja, hin und wieder trinkt er auch ganz gerne mal einen, ja. Wissen Sie denn, wo er sich befindet? Nein, das kann ich leider nicht sagen, nein. Wer sind Sie denn? Ich bin die Schwester. Sie war total aufgelöst und ich bin da jetzt nur mitgegangen. Okay. Und ich habe dir gleich gesagt, dass der Typ nichts für dich ist. Ja. Also wir brauchen auch zunächst einmal alle Personalausweise. Wir notieren alles. Wir sind in dem Fall auf jeden Fall Zeugen. Ja. Und Moment mal. Ja, kommt. Das ist ja vielleicht. Linda! Lars? Lars, was ist los? Es tut mir leid. Lars, was, wo bist du? Was hast du gemacht? Lars? Lars, wo bist du? Wo bist du denn? Lars! Oh mein Gott. Was wollt ihr? Was? Oh mein Gott. Nein. Hören Sie nein. Das? Ey. Lars! Lass mich in Ruhe. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Alles gut. Okay. Beruhigen Sie sich jetzt. Was machen wir? Also, wir, wie lange ist denn das her, wo er die Bilder geschickt hat? Das war heute Morgen, war das. Heute, wie lange ist das her? Weiß Zeitpunkt. Ich nicht, wann hat er die geschickt? Das ist vor einer Stunde. Das vor einer ist Stunde. Nicht lange her. Nicht lange her. Können wir rausgehen und suchen? Ja, also wir werden auf ihn jetzt auf jeden Fall suchen. Sie bleiben wirklich hier. Kann man ihn gleich offen? Man kann ihn doch schwierig, offen. Das dauert lang. Das echt? Dauert lang, ja. Die Einsatzkräfte vermuten, dass der mutmaßliche Dieb und Freund der Frau soeben überfallen wird. Auf der Suche nach ihm machen sie eine seltsame Beobachtung. Sind das Brautkleider? Was macht der denn daraus? Das weiß ich nicht. Plastik. Hallo? Die Polizei! Was machen Sie denn da? Die räumen mein Auto leer. Die räumen ihr Auto leer. Ich sehe das. Warum? Warum sind da Brautkleider drin? Warum sind da Hochzeitsdekorationen drin? Erklären Sie das bitte mal. Das möchte ich auch gerne wissen. Sehe ich aus, wenn ich Brautkleider anziehen würde? Nee, sehen Sie tatsächlich Gärtner. Nicht aus. Aber wer sind Sie denn erstmal? Sie sind Gärtner. Wie ist Ihnen der Name? Unsere Personalausweis dabei? Ja, sicher, das. Jetzt mal einen Kollegen, bitte. Bitte schön.
Wer sind, und was machen Sie hier? Warum sind da Brautkleider drin? Ganz einfache Geschichte. Ja. Ich stelle heute Morgen fest, dass mein Auto gestohlen wurde. Okay. Dieser Transporter. Ja. Bin aber auch nicht ganz auf den Kopf gefahren, weil das ist mir schon mal passiert. Deswegen habe ich mir ein GPS einbauen lassen und wusste, wo der Wagen steht. Clever, ja. So. Der ist aber nicht aufgebrochen worden, sondern ist ganz normal gefahren worden. Das heißt, es muss einer einen Zweitschlüssel gehabt haben. Und Zweitschlüssel hat nur mein ehemaliger Angestellter. Der LKW-Diebstahl ist für die Polizisten zweitrangig. Aufgrund der gefundenen Brautkleider nehmen sie an, dass der Gärtner etwas mit dem mutmaßlichen Übergriff auf den gesuchten jungen Mann zu tun hat. Polizeikommissar Michael Smolik fordert den Verdächtigen auf, sich dazu zu äußern. Doch der will abfahren. Wenn ich die Ansage mache, dann haben Sie Folge zu leisten. Wir sind die Polizei und nicht irgendwelche Leute hier. Das kann ich ja gut glauben. Das glaube ich genau, dass ich die Polizei. Sie, aber das interessiert mich nicht. Ich sag dir mal, und wenn Sie sich versuchen, irgendwie zu wehren, dann setzen wir Sie fest, auch mit der Achter, mit den Handschellen. Ich gehe jetzt. Sie gehen nicht? Was willst du, Klappspaten? Lass mich in Ruhe. Hier. Ich hab's Ihnen doch gesagt. Was ist denn los mit Ihnen? Achter. Hast du Verstärkung? Ja. Hand. Arm. Paul Schwarz findet bemerkenswerte Utensilien in den Taschen des Gärtners. Die Beamten wollen den Verdächtigen an die dazugerufene Verstärkung übergeben und nach dem jungen Mann suchen. Denn der wurde womöglich sein Opfer. Moin. 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 Der Herr ist ein bisschen widerspenstig. Okay. Könnte sein, dass er mit der Sache was zu tun hat, mit dem Einbruch vom Brautkleidladen. Okay. Müssen wir noch abklären? Der ist auch vor kurzem erst benutzt worden. Noch. Ja? Da liegt noch das Zeug dran. Ja, ich bin da eingelaufen. Okay. Durchsucht ist er. Durchsucht ist er, nimmt das bitte mit. Ja. Beweissicherung, wir stellen das hier sicher. Leute. Ja. Beziehungsweise beschlagnahmt es. Ihr kümmert euch um ihn. Wir müssen jetzt noch den Erster Lars finden, weil der wurde irgendwie vermutlich zusammengeschlagen. Sag mal, wir machen keinen Ärger, oder? Nee, kommst du nicht. Bleiben ruhig. Wunderbar. Nee, Ärger? Ruhe. Polizeikommissar Michael Smolik bittet die junge Frau, ihren Freund anzurufen. Er vermutet, dass der Mann noch in der Nähe der Boutique und durch das Handyklingeln zu finden ist. Und tatsächlich benötigt er dringend Hilfe. Hallo? Oh mein Gott! Hey, hallo! Hallo! Lars! Hallo, Schatz! Rufst du mal ein RTW? Schatz! Hey, hallo. Alles okay mit dir? Hallo, hallo. Hallo, die Polizei. Die Polizei ist hier. Geht's dir? Alles ist gut. Boah, wir fahren eine Leute, Leute. Was hast du gemacht? Sie sind der Lars? Ja. Ja, okay. Was ist denn passiert? Wieso liegen Sie hier? Mit einer angeschlagenen, gebrochenen Nase, so wie es aussieht. Ja, das war der Schlagring. Das war vermutlich der Schlagring. Ja, so wird zusammengeschlagen. Von meinem Chef. Was haben Sie in dem Laden gemacht? Das würde ich mal ganz gerne verstehen. Also, ich verstehe es gerade nicht ganz. Also warum geht man in einen Brautkleidladen, bricht da ein, nimmt Brautkleider mit und verstehe ich nicht. Klären Sie es mir bitte. Ich dachte, Linda soll die eine schöne Hochzeit bekommen. Aha. Und ich dachte, wenn ich ihr so ein paar Bilder schicke. Ach, sind Sie dann doch verlobt, oder was? Nein, nee. Wir sind nicht verlobt. Nee? Wir haben darüber gesprochen, aber... Ach so. Und Sie haben dann praktisch gedacht, okay, wäre vielleicht eine schöne, in Anführungsstrichen, Geste, wenn Sie da einbrechen und dann Ihre Freundin... Ja. Kleider schicken. Aha. Eleganter wäre es, wenn Sie sie mitgenommen hätten, ne? Zum Aussuchen. Ja. Und vielleicht auch gerade, wenn die Öffnungszeiten gerade aktiv sind und nicht gerade einen dabei trinken. Ja. Und ein Auto noch vorher klauen. Auf den Lars kommen folgende Straftaten zu. Einmal den Einbruch in das Geschäft, dann die Sachbeschädigung, die ziemlich hoch ausfallen wird bei den Preisen der Brautkleider. Weiterhin hat er das Fahrzeug seines Chefs entwendet. Er hat zwar einen Schlüssel gehabt, aber ohne Wissen und Wollen seines Chefs das Fahrzeug bewegt. Ob er das schon unter Alkohol gemacht hat oder den Alkohol erst im Geschäft zu sich genommen hat, das lässt sich im Moment noch nicht klären. Das müssen wir erst auf der Dienststelle dann in Erfahrung bringen. Kommen Sie mal hoch. Mal aus dem Kalten vorsichtig, hoch. Die Beamten ermitteln, dass der junge Mann am Tag zuvor seinen Job in der Gärtnerei verloren hatte. Er wollte sich mit dem LKW-Diebstahl an seinem Chef rächen und seiner Freundin einen Heiratsantrag machen. Da er einsichtig ist, kann er mit einer milden Strafe rechnen. Sein Chef wird wegen Körperverletzung angezeigt.